Hallo Internet, wir sind heute in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Telekom hat hier die Ausschreibung für den landkreisweiten Ausbau von Breitband gewonnen. An sich gar nichts Ungewöhnliches, weil wir öfters solche Ausschreibungen gewinnen. Was das Besondere an dieser Ausschreibung ist, das erklärt mir jetzt Ulrich Adams. Ja, das Besondere ist für mich heute und hier, dass wir hier erstmalig im Land Baden-Württemberg ein Landkreisprojekt abgeschlossen haben, was basiert auf einem Modell mit Investitionszuschuss. Wir diskutieren derzeit in Deutschland zweierlei Modelle. Einerseits das Wirtschaftlichkeitslückenmodell, Investitionszuschuss, oder auch das sogenannte Betreibermodell, wo dann die öffentliche Hand eigene passive Netze baut, wo dann der Industriepartner dann noch die aktive Technik errichtet. Ich persönlich kann wirklich nur sagen, ich stehe vollkommen für das Wirtschaftlichkeitslückenmodell. Warum? Es gibt uns die Chance, alle Synergien, die wir als Deutsche Telekom in unserer Infrastruktur heute schon besitzen, für 0 Euro mit einzubringen. Und heute, wenn ich sehe, die gesamten Landkreisprojekte, die errichtet sind, ist das Wirtschaftlichkeitslückenmodell mit Abstand das schnellste Projekt, was zu realisieren ist. Das heißt, die Menschen profitieren sehr, sehr schnell davon, die hohen Bandbreiten dann auch zu genießen. Das schnelle Internet ist heute ein absoluter Standortfaktor, natürlich für unsere Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis, aber auch für viele Privatpersonen. Eine der ersten Fragen, wenn es darum geht, sich eine Wohnung zu mieten oder ein Haus zu bauen, ist immer, was für Bandbreiten habe ich hier zur Verfügung. Uns geht es darum, den Landkreis so zukunftsfähig aufzustellen, dass die Menschen hier und nur hier ihre private Zukunft gestalten wollen. Und deswegen brauchen wir dieses schnelle Internet flächendeckend im gesamten Kreisgebiet. Mit dem Vertragsabschluss verpflichtet sich die Telekom, innerhalb von 2 Jahren das schnelle Internet im Landkreis Neckar-Odenwald auszubauen. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Für den Landkreis werden Kosten in Höhe von rund 9,6 Millionen Euro entstehen. Damit die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis bald blitzschnell im Internet surfen können, werden im Landkreis rund 430 Verteilerkästen mit neuester Technik aufgestellt und rund 400 Kilometer Glasfaser verlegt. Im Zuge des Ausbaus wird sich übrigens auch die Mobilfunkversorgung mit LTE im Landkreis deutlich verbessern. Wie es im Landkreis genau weitergeht, erklärt Frank Bothe. Also wir sind schon voll dabei, die Feinplanung ist voll in Gange. Wir sind vorbereitet auf diesen Landkreis. Im März, wenn das Wetter aufreißt, wird es losgehen. Wir sind dann vorbereitet auf den Ausbau, dass wir Ende Oktober schon die ersten Kunden ans Netz kriegen. Und wenn das so auch weiterläuft, wo wir von ausgehen, dann werden wir Ende 2017 alle Bürgerinnen und Bürger hier im Landkreis am Netz haben. Also die Tinte unter dem Vertrag ist trocken, die Arbeit kann beginnen. Ich bin mir ganz sicher, dass sich andere Landkreise hier in Baden-Württemberg ganz genau angucken werden, was hier in den nächsten Wochen und Monaten passiert und sich dann auch für die Telekom als Partner für den Breitbandausbau entscheiden werden.